Unsere gefüllten Käsecroissants sind schnell gemacht. Wir brauchen erstmal eine Zwiebel. Und zusammen mit der Petersilie wird das erstmal schön fein gewürfelt und die Petersilie gehackt. Dann haben wir hier eine Schüssel mit Creme Fraiche. Da geben wir die Petersilie und die Zwiebel dazu. Und dann brauchen wir noch etwas Schinken. Den einfach auch in kleine Würfel schneiden. Und zusammen mit den anderen Zutaten geben wir den auch in die Schüssel. Dann noch etwas Pfeffern. Am besten frisch gemahlen. Und dann rühren wir das Ganze um. Seid mit dem Salz etwas sparsam, der Schinken ist meistens schon vorgesalzen, so dass es meistens nicht mehr nötig ist. Dann noch etwas Käse dazu geben, Gouda oder Emmentaler gerieben, dann nochmal schön umrühren und im nächsten Schritt brauchen wir dann schon Blätterteig. Den einfach in Dreiecke aufschneiden, damit man den schön zu Croissants formen kann, dann mit der Masse bestreichen und schön ausrollen. Bevor die Croissants noch in den Backofen kommen, dann noch mit etwas Öl oder Eigelb bestreichen, damit sie nicht anbrennen. Und ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Übrigens backen bei ca. 150 Grad für ca. 15 Minuten im Backofen. Wenn ihr jetzt noch Hunger habt, rechts kommt ihr zum Bananencurry, oben links kommt ihr zu den passenden Kräuterkartoffeln und in der Mitte links kommt ihr zu den Buttermilch-Pancakes. Das nächste Video kommt dann auch schon am Sonntag um 17 Uhr. Unten links könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schreibt mir doch einfach in die Kommentare, wie ihr die Rezepte findet. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!